Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Grand Ages Medieval. Wir wollen in dieser Folge schauen, dass wir unsere Händler vorwärts bekommen. Und damit werden wir auch entsprechend gleich anfangen und werden uns die Routen hier mal zu Gemüte führen. Und dann mal schauen, ob wir hier eine anständige Runde hinbekommen. Da lang. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier hinten den Bereich. So, kommst du nach Thessaloniki? 7 Städte sind da schon. Eieiei. Zurück musst du ja auch noch wieder laufen. Arta. Hier hinten konnten wir keinen Weg durchbauen, ne? Irgendwas war doch hier. Das werden wir gleich mal checken. Wir haben ja hier unseren Baumeister sinnlos rumhängen. 10. Gehen wir noch nach Thessaloniki, Sofia. Darüber. Darüber. Und das war's. Mehr Städte sind nicht. Und also, los geht die Tour. Abflug. Der nächste. Du startest dann in Konstanza. Und dann hoffe ich mal, dass das alles irgendwie hinhaut, wie ich mir das in meinen wilden Träumen überlege. Ob das wirklich immer richtig ist, ne? Sieht man immer erst, wenn es Licht angeht und so, kennt man ja die Sprüche. 14, dann bist du da auch durch. Alles klar. Route aktiviert. Dann der nächste. Du wirst dann hier unten irgendwo starten. Du wirst hier unten irgendwo starten. Du beginnst dann in Konya. Ein super System wird das nicht. Ja, die neutralen Städte sind da ehrlich gesagt etwas im Wege. 14. Aber wenn wir die übernehmen können, dann ist natürlich alles super. Und dann können wir ja auch die neue Tour. Händler bauen und dann halt weiter uns hier entwickeln. So, der nächste. Du startest dann da oben. Da sollst du starten. Zack, zack, zack. Sofia, Skoda, Split, Budapest, Belgrad. Irgendwo ist doch da jetzt ein Fehler drin. Hättest du jetzt eigentlich noch eine Stadt weiterkommen müssen? Eigentlich, gucken. Habe ich eine Stadt doppelt geklickt? Dann wird die auch zweimal aufgeführt. Das ist dann natürlich immer nicht schön. Aha. Also haben wir einmal zu viel geklickt gehabt. So kommen wir dann jetzt wenigstens nach Belgrad. Die Reise beginnt. Unser nächster Händler. Auch du brauchst hier nichts mehr. Wollen wir den jetzt gerade starten lassen? Hier unten, ne? Izmir. Lukas, zack, Thessaloniki, Sofia, Skoda. Skodra, nicht Skoda. Skodra. Ist auch schon wieder irgendwo ein Fehler drin. Verdammt. Neun. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Irgendwas haut doch hier in dem Plan nicht hin. Wir haben alles nur einmal angesetzt. Okay. Und los geht die Tour. Geh erstmal los. Wir schauen mal. So, der nächste. Du startest dann hier. Ach, ich ahne, was falsch war. Ja.
Ich hätte hier hinten das Ganze ja ein bisschen ignorieren müssen. Damit mir schlicht und ergreifend auch wirklich weiterkommt. Na, ich hoffe, dass das trotzdem noch hinhaut. Mit den Händlern, die wir zur Verfügung haben. Ja, genau. Du hättest dann nämlich da hinten einmal hier überspringen müssen. Du hättest dann nämlich bis Timisoara kommen müssen. Okay. Route aktiviert. Du brauchst dann auch ein bisschen mehr. So, dann sind wir da fertig und du startest in Izmir. In Zagreb, Budapest, Belgrad, Craiova und dahin. Route aktiviert. So, du startest jetzt hier unten. Über Zagreb, Budapest, 13 Städte und dann musst du da unten noch mit rein. Genau, das sieht doch schön Route aus. Aktiviert. Abflug. Dann bist du jetzt dran. Dann bist du jetzt dran und du startest in Athen. Athen, hier hinten unsere zukünftigen Provinzen noch mitnehmen. Da rein und genau. Und der nächste kommt dann auch da oben in Kiew wieder an und so weiter und so fort. Jo. Das sieht doch gut aus. Dann ist jede Stadt in irgendeiner Form mit angeschlossen. Die Reise beginnt. Und dann können wir auch weitermachen. Wenn wir die anderen Städte übernommen haben, muss man dann nur aufschreiben, wo wir dann schon überall gestartet sind, damit wir dann da auch logischerweise die anderen Städte auch wieder gleichberechtigt mit reinkriegen. Interessante Route, aber in Ordnung. Und los geht die Tour. Laufen. Haben wir noch ein Frei? Jawohl, wir haben noch ein Frei. So, du startest jetzt in Thessaloniki. Hoch, da hoch und dann geht's hier auch schon wieder runter. Genau, und dann kommen wir nämlich bis nach Konya. Die Reise beginnt. Da haben wir noch einen. Der wird dann jetzt in Sofia starten. Kiew mitnehmen, na, nicht vergessen. So, dann musst du wieder nach Konya und nach da und dann ist deine Runde voll. Route aktiviert. Ist zwar ein bisschen mühselig hier, dieses ganze Gesetze, aber na, was soll's. Der Rubel muss ja rollen, irgendwo muss ja ein bisschen Taschengeld mit reinkommen, ne? Ansonsten kann man sich im Laufe der Zeit ja nicht viel finanzieren. Und dann gehst du noch nach Aleppo. Die Reise Abflug. Beginnt. Gibt zwar auch viele, die das alles ein bisschen anders machen. Ich habe für mich persönlich aber festgestellt, dass das so noch mit die ja, geschmeidigste Lösung ist. Da haben wir glatt eine Stadt vergessen. Na, jetzt schon los. Konya. Dahin, dahin. Und dahin, sehr schön. Route Abflug. Aktiviert. Oh, wir haben noch einen. Das ist sehr schön. Wir brauchen Routen, viele, viele Routen. Damit überall von unserem Krams auch immer ein bisschen was ankommt. So, dann rüber nach Konya. Und deine letzte Station wird dann Izmir sein. Genau, das sieht gut aus. Die Reise dann kannst beginnt. Du auch laufen. So, sehr gut.
Und du startest da oben in Budapest. Rüber Kiew. Dann wieder runter nach Konstanta, Konya, Izmir und Mystras. Und los geht Okay, die bist du Tour. auch unterwegs? Dann ist da schon unser letzter, also unser vorletzter, um genau zu sein. So. Das heißt, du musst von Belgrad aus starten. Zack. Und wieder eine Stadt vergessen. Dieser kleine hässliche Punkt da unten, der geht immer so schnell unter. Muss also unbedingt ausgebaut werden. Konya, zack, zack, zack. Izmir, Mystras und Athen. Und Jawohl. los geht die Tour. So, und dann haben wir noch hier unten unseren Verwirrten. Dem fehlt noch ein Bollerwägelchen. Aber dann können wir jetzt erstmal die Geschwindigkeit wieder hochsetzen. Und der muss dann in Timisoara starten. Damit wir, wenn wir hier hinten die drei Städte übernommen haben, hier in dem Bereich auch noch starten können. In Orsowa, in Craiova und in Targowice. So, 14. Du hast deine voll. Sehr gut, dann können wir hier auch noch direkt die Route festlegen. Zack. Nach Konya. Darüber. Darüber. 12, 13 und ab nach Arta. Die Jawohl. Reise beginnt. So, dann bist du da auch unterwegs. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir hier hinten ja schon wieder das Problem der Höhle. Wir haben ja noch sinnvolles Militär, das wir mal Auf, einsetzen auf! können. Jo, auf. Lauf zu. Wie sieht es hier unten aus? Hier ist noch alles schön und da hinten die Höhle, die ist auch noch nicht wieder aufgetaucht. Gut. Dann wollen wir mal schauen, was uns diesmal hier oben Auf, erwartet. auf! Diesmal haben wir Wölfe. Ja, das ist schon ein bisschen realistischer. Nicht so wie die Leoparden, die ja hier sich Auf, breit auf! gemacht haben. So, ihr geht wieder heim. Und dann können wir mal schauen, 94%. Wir können ja in der Diplomatie hier Gut. schon mal ein bisschen was Was anfangen. genau bietet ihr mir Wir und was wollt ihr wollen dafür Sympathien haben? haben. Und du wirst garantiert teuer. Billig bist du bestimmt nicht, oder? Ich Nee. nehme euer Für Angebot 100.000 gab es an. 2%. Was genau bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Probieren wir es mal mit 250.000. Ich nehme euer Ja, Angebot. das sieht doch schon ein bisschen Was besser genau aus. bietet ihr mir und was wollt ihr dafür haben? Ich nehme euer Gut, dann müssen wir ein Angebot an. Momentchen warten und dann können wir mit dir hier wieder dealen. Was genau bietet ihr mir und was Sympathien. wollt ihr dafür haben? Und wir bieten dir 250.000. 2,5 Millionen ist ein bisschen viel. Nullen sollte man schon zählen können. So. Sehr schön. Dann sind wir bei 70%. Das läuft. Das sieht gut aus. Und ihr seid hier fleißig am Handeln. Wie sieht es denn in Zagreb aus? Ja, das muss erst wieder kommen. Split, genau dasselbe. Da werden unsere Jungs ja jetzt eine Weile brauchen. Die Strecke ist ja nun wirklich sehr weit. Und wir haben hier noch unseren lustigen Freund. Du kannst hier ja mal ein bisschen schauen, dass du hier im Laufe der Zeit mal ein bisschen aufgewertet bekommst. So. Wir müssen leider Gottes ja auch Strecken anderer Leute mit ausbessern und vergrößern. Einfach weil wir die ganze Geschichte brauchen. Das kostet uns der Packen wir es an. 260.000. Bis dahin.
So, können wir hier auch noch mal wieder ein bisschen. Was genau bietet ihr mir? Sympathie uns holen. Und was wollt ihr dafür haben? Ich nehme euer Angebot 75%, an. Das sieht doch schon sehr schön aus. Das läuft. 100% Beliebtheit beim Volk haben wir auch. Also mit dem richtigen Taschengeld können wir dann entsprechend Constanta auch ziemlich zügig übernehmen. Oh, ihr habt mir etwas anzubieten. Oh, dann müssen wir auf 80% kommen. Ich nehme euer Angebot an. Das sieht gut aus und dann werden wir mal gucken, ob wir das Städtle für eine Mille kaufen können. Ich hoffe, dass es reicht. Wir werden es sehen. Und dann haben wir auf jeden Fall noch ein Städtchen mehr. Denn wir werden ein sehr, sehr großes Heer brauchen. Oh, ihr habt mir etwas anzubieten. Stadt. Okay, eine Mille. Hat gereicht, sehr schön. Constanta gehört jetzt uns. Das sieht gut aus. Und dann können wir in Constanta auch direkt einen Händler anwerben. Und ihm natürlich auch noch ein paar Wegelchen zur Verfügung stellen. Dann kannst du da basteln. Wie sieht das jetzt aus hier mit unseren Städten? Die Produktion im einen oder anderen Bereich dürfte sich ja jetzt doch arg verschoben haben. Und dann werden wir hier oben von Orsova aus starten. Und dann klappt das hier hoffentlich auch alles. Wie sieht es denn jetzt eigentlich in Zagreb aus? Ja, schon wieder bei 20%. Hier ist bei 47% ein Split. Das ist sehr schön. Wir können zwischendurch ja mal unseren Händler hier beobachten. 4 Bollerwegelchen. Und dann sind wir wieder aufgestiegen. So. Britannien, Kaukasus sind wir weit weg. Russland sind wir auch weit weg. Frankreich, Polen ist weit weg. Arabien ist weit weg. Deutschland ist weit weg. Also wir sind zwar schon mit einer Stadt in Arabien, aber wir haben dort keine Kaserne. Das nützt uns da nicht so viel. Was gibt es hier noch in der Infrastruktur? Da haben wir fast alles gemacht. Dann nehmen wir noch diese beiden Sachen mit. Jawohl. Ich weiß nicht, was man hier noch erforschen kann. Nehmen wir den einen Punkt doch erstmal auf. Und lassen die Geschichte hier noch ein bisschen weiterlaufen. Können Split nebenbei noch ein bisschen beobachten. 55%. Das sieht schon schön aus. Na, no, das wird. Wir werden irgendwann mal ein schönes, großes Gebiet haben. So, unsere Händler laufen noch hier schon wieder voll durch die Welt. Na, die haben auch teilweise Unmengen an Krams dabei. Wir produzieren auch von manchen Sachen Unmengen an Krams. Hier wie Wolle zum Beispiel. Ne? Alles ein bisschen viel. Wein könnte man natürlich jetzt noch wieder nachproduzieren. Aber ich will erst die beiden Städte da übernehmen. Und dann die Produktion entsprechend ja, einleiten. Dass alle Sachen, die halt benötigt werden, noch irgendwo gebaut werden. Und wir uns dann da weiterentwickeln können. Mit Constanta und Kiew haben wir jetzt auf jeden Fall zwei Städte, um unsere Truppen hier brauchbar versorgen zu können. Und da unten ist doch schon wieder Ach, Menno. Die Ruine. Sieht hier hinten aus. Die Höhle ist noch nicht da. Jo, angreifen. Husch, husch. Ihr sollt der Krieg führen. So, Split ein bisschen beobachten. Zagreb. Zagreb, 27%. Ja, Zagreb ist noch ein bisschen sparsam. Split entwickelt sich. Das sieht schön aus. Und Arta kommt jetzt hoffentlich auch wieder hoch. Ja, es fehlen aber immer noch 500 Arbeiter. Was natürlich auch negativ für unsere Produktion ist. Zumindest mit allem, was in Arta produziert wird. Kann auch sein, dass wir dann im Laufe der Zeit noch unsere Händler wieder aufstocken müssen, dass die halt einfach noch ein paar Bollerwegelchen mehr haben. So, ihr habt euren Spaß hier hinten beendet. So dann viel gelaufen.
Ja, so viel gelaufen. Ihr tut mir manchmal richtig dolle leid. So, Splits. 69%. Oh, das wird. Dann können sich unsere Landwehreinheiten auch wieder ein bisschen hier erholen. Zack. Ja, sehr schön. Wir haben also den nächsten Bereich freigeschaltet, haben jetzt also den Balkan und die Region Byzanz, die wir komplett sehen. Oh, könnt hier unten auf Kreta und auf Zypern ja auch noch ein bisschen was anbauen. Nochmal ein Städtchen oder sowas. Das werden wir uns noch im Laufe der Zeit überlegen. Wir müssen ja erstmal gucken, was hier mit den Hellen hier oben ist. Auf jeden Fall wird Odessa mal kleiner. Die haben irgendein Problem. Gucken wir mal. Der Banas hat auch nur noch 120 Mann und unten der hat 509. Er ist Edelmann. Ich kenne noch das Spiel. Wenn ich jetzt den hier oben angreife, dann zaubert der aus dem Hut, ich weiß nicht woher, 1000 Einheiten. Das Spiel kennen wir doch schon. So, und du hast wahrscheinlich Baumaterialprobleme. Jo. Wie geht's unserem Händler? Hast du deine Wägelchen voll? Oh, sehr schön. Gut, dann können wir dem auf jeden Fall noch hier die Route geben. Schon wieder unten den kleinen Ort vergessen. Ja, der muss echt ausgebaut werden, damit ich den nicht mehr übersehe. So, kommst du wieder hoch bis Thessaloniki? Sehr gut. Kannst du Route losmarschieren? aktiviert. Das läuft. Das heißt, als nächstes müssen wir von Craiova aus starten, um dann von dort auch noch ein paar Händler von A nach B schicken zu können. Split 72%, Zagreb 21%. Steht es so. Fehlt hier eigentlich immer noch Arbeiter? Nein. Rattenplage. Rattenplage. Solche. Rohstoffe. Rohstoffe. Okay, also ist momentan hier oben. Du bist interessant mit deiner Seuche. Die muss nämlich weg da, die Seuche. Und dann können wir nämlich mal. Ich will erst die Städte übernehmen, sonst haut das doch wieder alles nicht hin. Dann kriegen wir ja wieder irgendwas dazu, was dann wieder nicht passt. Kennen wir doch schon das Spielchen. Split 80%, kommen noch ein bisschen. Zagreb 19%. Arta erholt sich wieder, das ist doch schön. Und hier hinten, Mossul versorgt uns ja auch noch. Also der gute Rahib, der schickt uns ja auch noch ein bisschen Gelumpe. Hier hinten nach Aleppo, was natürlich sehr, sehr schön ist. Das ist sehr gut. 86%. Dann können wir doch schon mal Na dann anfangen, lasst mal euer Angebot hören. ein bisschen was zu investieren. Ein bisschen, nicht so viel. So, 250.000, das reicht. Gut, das. Na dann lasst mal euer Angebot Du hören. bist nämlich ganz schön teuer. Na, Gut, aber dafür gibt es das machen wir auch so. richtig gut Na dann lasst Prozente. mal euer Angebot hören. Gut, das machen wir so. 71% haben wir bei ihr Sympathie und die Stadt mag uns mit 85%. Ihr habt was anzubieten? Das Immer ist doch schon mal gerne. eine sehr gute Geschichte. Nicht schlecht, euer So. Angebot. Einmal müssen wir dann noch investieren, aber in der Zwischenzeit hoffe ich mal, dass das hier noch ein Stückchen steigt. 87%. Komm, es muss 95 werden. Mit 87, 88 kommen wir natürlich nicht sonderlich weit. %98. Das ist doch cool. Ihr habt was anzubieten? Sympathie. Immer gerne. Das ist so abgemacht. Sehr schön. %98. Die mag uns auch über 85%.
Genau, bringt man auch ein bisschen Kram ran. Dann ist da nämlich auch ganz schnell noch eine höhere Zahl drinne. Und wir können Ihr versuchen. habt was anzubieten? Das ist Stufe Immer 4. gerne. Ja, wir probieren es mal mit einer Mille. Ja, und die Million hat gereicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann direkt ein Händler und natürlich auch die Karren in Auftrag geben. Jawohl, das läuft. Sehr schön. Jetzt ist unser Taschengeld natürlich auch wieder arg runter, aber es geht ja auch nur noch um Zagreb. Dann ist der Rest eigentlich schon sehr weit und dann sieht das auch schön aus, ne? Schöner oranger Teppich, den wir hier in der Mitte haben. Das läuft. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal in der nächsten Folge, dass wir dann ja Zagreb übernehmen und auf jeden Fall dann anfangen, unseren wirtschaftlichen Ausbau voranzutreiben. Und natürlich dann anfangen, hier gegen den Gutsten Banas in irgendeiner Form Krieg zu führen. Und auch gucken, dass wir dann hier hinten gegen die Normannen eventuell uns verteidigen können. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dadurch, dass die ja verbündet sind. Das sieht man ja hier auch. Nee, halt, in der Diplomatie. Wo sind die beiden hier? Banas und der andere Jochen. Die werden hier nicht mal aufgelistet, oder was? Ne, die werden hier nicht mal aufgelistet. Wo ist denn der Banas? Der hätte doch hier eigentlich. Ja, nichtsdestotrotz, die haben auf jeden Fall ein Bündnis. Auf jeden Fall. Ach, hier sind sie. Unbekannt. Ja. Aber die haben ein Bündnis. Das war ja am Anfang der Geschichte, als die Intrige gesponnen wurde, war das ja schon ziemlich deutlich. Und von daher gehe ich davon aus, dass dieses Bündnis auch immer noch existiert und wir dann da eventuell auch echt ein Problemchen kriegen könnten. Und wo ich hier den Bautrupp sehe, ne, hier ist nochmal der Gedankengang, eventuell, dass wir ein paar Armbrustschützen oder ein paar Bogenschützen basteln können, die wir dann hier oben zur Verteidigung mit draufsetzen können, falls hier irgendwas kommt oder sowas. Schauen wir mal. Das werden wir uns mal überlegen. Aber das machen wir alles erst in der nächsten Folge, ne, wenn wir dann auch von Craiova aus starten. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye bye.